Auch diese Woche gibt es wieder einige spannende Neuerungen in TrunkCut 20XX. Zunächst, an diesem Schrank gezeigt, ist es nun möglich, Verbinder nach außen zu drehen. Diese Funktion ist zum einen sinnvoll, um beispielsweise Minifix-Verbinder oder ähnliche an Oberboden oder Zwischenböden zu verstecken bzw. auf die nicht einsehbare Seite zu drehen. Die Funktion wird immer über den Smart-Click des Bereiches und dann ganz unten bei der letzten Zeile aktiviert. Hier nochmal das gesamte Beispiel beim Zwischenboden. Wähle den Smart-Click des unteren Bereiches aus und wähle Verbinder verstecken. Die zweite Neuerung ist ein vereinfachter Zugriff auf die Einstellungen des Schubkastens. Hier gibt es den Button jetzt direkt bei Schubkasten. Außerdem kann die Dicke des Materials für Griffprofile nun gewechselt werden. Wählen wir statt 19 mm Material ein 40 mm Material und ziehen dieses auf das Griffprofil, so wird der Ausschnitt, wie hier gezeigt, für die 40 mm angepasst. Um es noch deutlicher zu machen, nun nochmal ein Beispiel mit einem 19 mm Material. Auch die Kalkulation kann nun noch individueller angepasst werden. Hier unten wird die Preisberechnung für den Schrank sichtbar. Wird nun eine Dachschräge zum Schrank hinzugefügt, wird diese ab sofort, je nach deinen Angaben, in die Kalkulation übernommen. Auch Klarmex-Verbinder bzw. der erhöhte Arbeitsaufwand für diese erscheint nun in der Kalkulation und wird berechnet. Diese neuen Kalkulationsmöglichkeiten werden nicht nur berechnet, sondern auch in der Liste dargestellt. Wählen wir die Liste Kalkulation an. Ich werde noch später darauf eingehen, wie diese erstellt wurde. Können wir hier hinten die neuen Auflistungen finden. Einmal der Preis pro Teil, so wird klar, was jedes Teil genau kostet. Und dann hier vorne nochmal die Preise pro schrägem Teil und die zusätzlichen Preise für Klarmex-Verbinder. Erstellt wurde diese Liste wie jeder andere über die drei Punkte neben der Auswahl der Liste und dann in der linken Spalte die neuen Möglichkeiten in die rechte gezogen.